wird. Wenn wir jetzt quasi die bekämpfen, die dann zu uns ins Team kommen. Ich würde es so geil finden. So quasi halt einfach, dass du so eine Parallele hast. So quasi, wir sind ja quasi die ganze Zeit das schwarze Team und alles drum und dran. Und wir, ja, die Weißen sind die Bösen und alles drum und dran. Und dann sind quasi die Weißen da und die Weißen sehen uns halt quasi die ganze Zeit als Bösen und sind eigentlich auch eigentlich im Prinzip die ganze Zeit genauso wie wir. Nur sind sie halt von der anderen Partei. Mit anderen Kräften und alles drum und dran. Also ich würde es, also den mit den fliegenden Dingern dort, das hätte ich, die haben wir so gerne im Team. So verdammt gern. Also ich würde das schon extrem fühlen, wenn man so sagt, so, ja, wieso geht man nicht vielleicht sogar mal eher in die Richtung und sagt so, wäre schon geil, wenn man so quasi so die Parallele zu den jeweiligen Charakteren hat, nur ein bisschen halt anders. Und dass man da wirklich in die Richtung geht und sagt, erst, ihr bekämpft euch und dann seid ihr ein Team. Ihr müsst damit klarkommen und wer weiß, was halt natürlich, was für Umstände da natürlich auf einen zukommen, dass sie überhaupt im Team sein müssen. Also irgendwas Großes muss geschehen, dass sie halt wirklich, weil dabei sind sie ja quasi komplette Ehrenfeinde, die töten sich alles drum und dran, also die wollen sich alle tot sehen. Aber ihr wisst, in welche Richtung ich das meine. Also Meier ist immer nicht, also sie ist nicht hier. Sie ist definitiv nicht hier. Sie ist jetzt einmal nur K.O. Sie ist jetzt einmal nur K.O. So könnte man das sehen. Mit den Unmächtigen und alles drum und dran. Der hat gesessen. Der hat jetzt wirklich sehr gut gesessen. Er hat eine große Waffe. Er hat eine große Waffe. Oder sie, keine Ahnung. Würde eher sagen, vielleicht sie, weil sie hat ja doch erst was ähnliches wie ein Röckchen. Würde ich jetzt mal eher behaupten. Weil unser Lufthieb ist so dermaßen badass Motherfucker-mäßig. Also der Lufthieb, der kann ficken, Alter. Der hat Schaden von 6-7. Das ist Wahnsinn. Also, weiß ich nicht, aber der Heiler von Erna ist jetzt mal definitiv am Arsch. Definitiv. Wir haben Bonus, wir haben Verteidigungsbonus, wir haben das und das. Schaut ein bisschen schlecht jetzt gerade für dich aus. Schaut ein bisschen schlecht aus. Ja, dafür heilt er sich. Der heilt sich aber relativ gut. Ja, der braucht halt. Okay. Ja. Zwei Attacken von mir und dann haben wir schon wieder drin die 500-600. Ha. Sehr schön. Jetzt bin ich aber gespannt. Also, hier nix sind sie mal nicht. Hier nix sind's einmal nicht. Bin gespannt, in welche Richtung die gehen wollen. Du kannst mir jetzt aber... Ja. Ich sehe schon mal Gesicht. Gesicht ist schon mal gut. Weil Gesicht könnte vielleicht sogar schon mal so ein Indiz sein, dass sie in eine gewisse Richtung gehen könnten. Sorry, aber musste jetzt sein. Ein bisschen was trinken. How many of those cards has this geek got? There's no escape. When my Mondo have you, they'll follow you to the ends of the world. Spot that! Why don't you back off? How did she fool my Mondo? Creep, try following that. Du Lappen, du! Aber ich würde dich schon extrem fühlen. Oder so quasi so rivalmäßig, dass man sich immer wieder treffen könnte. Das würde ich auch geil finden, dass man immer so laufe der Geschichte so jeden Fünftel so quasi der Hauptstory oder jedes zweite oder dritte Kapitel, sagen wir jetzt, es gibt 10 oder 15 Kapitel oder so, dass man sich immer wieder treffen könnte. Weil ich rechne sowieso damit, dass wir mal 60 bis 100 Storystunden einmal nur haben. Damit Nebenquests und alles drum und dran 150 bis 200.
Ah, schon stark. Schon stark. Haben es wirklich gut gemacht. Das erinnert mich gerade voll an das Crossover von Valhalla. Mit Origins. Ah, mit Odyssey. Scheiße! Hang on. The fighting stopped. When did that? At this rate, one of us is going to get killed. No. Maybe both of us will. Something strange is going on. We shouldn't be fighting like this. We should run. Run. Was it me who just said that? What is this? There's no time to think. I have to trust my gut. This is all too real. I hope I'll be able to get through to her. You're an Oxia from Agnes, right? What the? So you are then. Why are you fighting me? As if you can talk. You're the ones attacking us. What? Too scared to fight now? Too late. It's not to do with fear. It's that sound. You can hear it too. I know you can. We're fighting because there are enemies to kill. You think we'll just let you go? This is bad. At this rate. Is that all you have to say, Agnes? I'm telling you! Enough! I'm telling you that you're full of it! Take that! Do I really have to kill her? She's so fast. If I lose focus for a second, I'm done for. These Cavethi Offseers. Thought they were just window dressing. But he's different. And there's his sword. What's up with that? Huh? What's that? Oh, I see. I suppose this is the reason I'm here then, eh? Guess this is what they call fate. Fine then. Time for Guernica Van Damme to make an entrance. What the? What do you all think you're doing? Why the fighting? What's this guy saying? Just why? Answer me! What do you mean, why? If I see an enemy, I fight! So don't you interfere! Ugh. Pull the wool from your eyes, kid. Think about your real target. That thing! And me. Now you just have your little scrap. Do you have any idea who the real enemy is? It's over! Now, is that all you need to fight? Truly? That's all? Of course. Countless comrades have lost their lives. Thanks to this filth. Oh, really now? I could say the exact same thing. What do you think it's like for us? Losing friend after friend? You steal everything from us. You think we're even just because both sides do some killing? What good's filling up these flickering clocks in our eyes? It'll never replace the friends we've lost. That's why. We aren't fighting because we want to.
We're not. We can see our lives written before our eyes. Fighting is all we have. Is it any wonder we lose loved ones? Or have to take them from others? All of us. We have to fight so we can go on living. Just who decided that this was how it should be? If I knew who they were or where I'd... I know who they are. You'll what? You're an off-seer, eh? I guess I can trust you with this. You better listen up now, because the face of your real enemy is... Okay. Mwamba. No. Okay. Oh, schaut auch, ob das ein Hinig ist. Also, so extrem überrascht mich das dann doch wieder nicht. Aber das Viech, das überrascht mich jetzt gerade ein bisschen mehr. Das könnte wahrscheinlich genau von den Weißen der Haverer sein. Oh, zittern. Oh. Ich bin gerade wirklich schwer begeistert. Taugt mir volle Wäsche. Haben's wirklich. Boah. Das ist genau das Ding, was ich brauche. Das ist das Ding, was ich so liebe. An Geschichten und alles drum und dran. Etwas, was ich zwar kenne, aber dennoch halt wieder geil gemacht und alles drum und dran. Wirklich sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. So liebe ich Games. So liebe ich Games. Too worried about your buddies to fight. Can't have that. All right. Scheiße. You scum! Oh wow, this is some entertainment. Da würde es mir jetzt eine volle Wäsche interessieren. Ich kann mir relativ gut vorstellen, wird sicher so das urheftige Level haben oder so. Your objective is staring you in the face. Try and take it. Cause you'll be dead before you can lay a finger on it. Er setzt sich so gegen ihn, Leute, der nimmt uns überhaupt nicht ernst. Der Bastard. A sweet taste of a life cut short. You mother! Wait! Lance! Uni! You killed her! Mimi! Spark! Stark. Taugt mir so dermaßen gut. Gegend, Alter. Wie wäre das irgend so ein kleiner Star oder sonst was? Also die Treffsicherheit, also die Präzision von dem Vorzeigel ist ja... Mashallah, Alter. Wie viel hat er geschossen? 55 Schuss ist gerade mal 2-3 haben getroffen. Bombe, Digi, Bombe. Noah! You've got a real death wish.
Alter, ich könnte mir so gut vorstellen, dass es so ein heftiges Leben haben wird. Na? Stufe 10? Ich glaube, da kommt noch was. Und wir haben eine zweite Phase auch noch zusätzlich, aber nur Stufe 10? Das enttäuscht mich gerade so dermaßen, dass der nur Level 10 ist. Hätten wir doch gehabt, so 15, 20, dass ich mich so richtig locker fertig machen kann. Und im Endeffekt, wir werden ihn immer wieder treffen, so im Laufe der Geschichte. Und wir müssen immer stärker werden und können wir ihn wieder nicht besiegen oder können nur gerade noch so entfliehen von ihm und dies und dies und dies. Aber ich würde mal sagen, warten wir noch ein bisschen ab. Warten wir noch ein bisschen ab. Ich bin wirklich gespannt, was dann alles rauskommt. Ich bin gefesselt. Wir haben es wirklich sehr gut gemacht. Taugt mir volle Wäsche. Taugt mir volle Wäsche. Wenn ich wüsste schon so geahnt habe, so, ja, die könnten dann schon zu uns kommen und ja, die könnten so quasi die Parallele von uns sein. Finde ich schon mal stark. Finde ich schon mal richtig gut. Jetzt teilt aus, oder was? Jetzt. Jetzt gibt er Gas, der Havra. Oder jetzt aber Gas geben. Bist du deppert? Eieieiei. Jetzt aber definitiv Gas geben. Bist du deppert? Bin langsam aufpassen, Havra. Bleiben wir mal ein bisschen stehen. Müsst ihr mal ein bisschen ficken. Aha. Der Lufttyp wird ihm sowieso komplett vernichten. Macht dann noch mehr zusätzlichen Bonus da. Spezialattacke, komm schon. Das muss sie ausgehen. Geht sie fix aus. Die Spezialattacke muss sie jetzt dieses Mal aber wirklich ausgehen. Wunderschön von hinten. Mit dem zusätzlichen Angriff. Was wüsst mehr? Thanks for that. If you're done thanking me, maybe you can get up. We have to beat him together or we're dead in the mud. Get out the way. You're just slowing me down. Oh. The nerve on this guy. Ich mir schon denkst, doch, ob der ist trotzdem schon hier irgendwie. Der überlebt alles, der Haverer. Wie soll ich das jetzt gerade sehen? So die Seele, oder? Alter, der verbindet sich jetzt mit ihr, oder was? Das sieht jetzt quasi so ihre Geschichte. Oder von allen. Na, hauptsächlich glaube ich nur von ihr. Weil er am Siri zum Beispiel jetzt nicht. Und sie sieht wahrscheinlich die Erinnerung von ihm. Gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Ja, wie so eine Art Fusion, Alter. Digitation zu. Buena. Hi.
Schaut aber geil aus. Erinnert mich irgendwie gerade so ein bisschen an Power Rangers Mischmasch mit Transformers und alles drum und dran, was zusätzlich da so in die Richtung gehen könnte. Aber der könnte sich eigentlich quasi mit irgendwem verbunden haben für die Ewigkeit, würde ich jetzt mal sagen. Weil der hat die ganze Zeit dieses Unendlichkeitszeichen am Start. Ah. Gut, dass er das wenigstens geklärt hat. Nee, keine weiteren Fragen. Dementsprechend würde ich sagen, eins aufs Maul. Ah, mit meinen anderen Leuten im Team, geil. Andere Attacken, finde ich mal sexy. Finde ich mal sehr, sehr sexy, muss ich sagen. Ja, ja. Ob ich das jetzt so 100% feiere, ich glaube, das braucht doch ein bisschen. Ich glaube, das braucht noch ein bisschen. Dabei aktuell, es fühlt sich einfach fast genau gleich an. Nur habe ich jetzt halt quasi... Ah, gibt es denn noch so eine Stufe, Gefahr und alles? Okay. Da kommt noch viel mehr. Da kommt noch viel, viel mehr dazu. Gepasst. Dabei kann ich mich halt einfach auf ganz Chili-Vanille-mäßig ein bisschen austoben. Dabei kann ich mich halt einfach ein bisschen austoben. Das ist mal gut. Das ist immer sehr, sehr gut. Natürlich die Spezialattacke, die ich gesagt habe. Alter, der surft einfach mal auf sein scheiß Schwert. Hammer! Er tut einfach auf sein scheiß Schwert surfen, Alter. Das ist Wahnsinn. Nicht schlecht. Definitiv nicht schlecht. Ah, ich hätte mir doch gehabt von hinten, das wäre schon praktisch gewesen. Das wäre jetzt extrem praktisch gewesen, aber was so ist. Gib ihm. Ich glaube aber trotzdem. Er lacht schon, den können wir nie erledigen. Das wird fix der Endboss sein oder irgendwas. Ich hoffe, dass der nicht Meier geht. Ich hoffe wirklich, dass er nicht Meier geht. Hey, cool, wir können fliegen. War aber auch irgendwie abzusehen, aber dennoch. Cool, dass wir fliegen können. Also ich würde auch dann dementsprechend noch sagen, so laufe der Geschichte kann sich dann immer wieder der ein oder andere fusionieren mit dem anderen und jedes Mal dann werden wir wahrscheinlich auch den Wichser dann auch noch antreffen. Ich hätte mir ja doch gehabt, so jetzt legt er so richtig auf. Okay, damit du mal ganz, ganz bestimmt schon mal Bescheid weißt. Alles klar. Das könnte vielleicht sogar der nächste große Boss werden. Das könnte vielleicht der nächste große Boss werden. Ah, und deshalb können wir sich vielleicht dann entscheiden, ob wir die linke oder die rechte Seite dann nehmen wollen. Das könnte es zum Beispiel sein. Ja, das könnte. Es könnte schon in die Richtung hinkommen. Ja. Noah? Du warst in mir drin. Mia, what's happening here? What's going on? I don't know. Hold it right there. You guys, put away your weapons. You aren't
You're not enemies now. We're not? Then... Thanks. Die machen auch schon fast alles synchron. Alles klar. Ja, die Narbe, die sieht man fast gar nicht. Skin's all wrinkled. Yeah. It's called getting old, this. Old? Well, must be your first time, huh? Seeing a human like me, I mean. Well then, looks like my plan was a success. What plan? You six. You're now Ouroboros. Check the flame clocks in your irises. Do they look different to you? Now you mention it. Our flame clocks have changed shape. You see it? That's the Ouroboros ring. Guess I did good in trusting this power to you. That mark there. Late 10th term, eh? 3 months left. Till your homecoming, that about right? As for the rest of you, you're probably about 2 years off, right? Me. I've been alive 60 years. Or should I say 60 terms by your counting? Yeah. I've been alive 6 times longer than you lot. This is how people are really meant to be. Listen, folks. That's not all. There's still something else that needs to be done. You guys, you want to survive? Live on? Hold the torch. You kids don't need to be fighting each other. Not anymore. But that doesn't mean you get to relax. From this moment on, those Mobius bastards are never gonna leave you alone. Because now, kids, you share a common destiny. They'll hunt you constantly, relentlessly, without rest. Even so, there's one place that might give you a chance. Swordmarch. The land pierced by a great sword. You gotta find our hope. Our city. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. And reclaim what was lost. The way the world and life should be. And listen. Don't give up. 10 years? You kids deserve better. The only thing that can change all this is the will of Ouroboros. You kids, and you alone. Hey, is she? Yeah, an Agni, an Offseer. Also die Dynamik zwischen den Charakteren kann so dermaßen jetzt interessant werden eigentlich im Prinzip. Vielleicht sogar eine kleine Love Story, wer weiß, ob sie vielleicht nicht doch auch sowas in der Richtung vielleicht ja auch noch reinhauen. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, also ich will nicht mit mir selbst gern zusammen sein. Na, danke. Die sind ja also quasi schon wirklich synchron. Das ist eine Sorge. Die haben auch noch. Oh mein Gott. Also sie haben ja wirklich. Das
eins zu eins das Gegenstück von dem jeweiligen anderen. Nur in männlich und in weiblicher Form. Voila. Dieses Mal ist es aber blau und nicht rot. Interessant. Interessant. Also kann man eigentlich quasi im Prinzip sagen, dass unsere Harmoniepunkte eigentlich im Endeffekt jetzt nichts mehr wert sind? Kann das vielleicht möglich sein? Kann das vielleicht wirklich möglich sein? Ich hoffe nicht. Ich habe da brav gesammelt. Sehr, sehr brav gesammelt. For doing this with me. Well, this is what we're meant to do. To send on the voices of the departed is an Offseer's purpose. To send on the voices of the departed is an Offseer's purpose. Right. We're leaving. Noah, Uni. What's up? The mission's over. We've got an obligation. Need to report the Sitch. As do we. Time to withdraw. Mio, Senna. Huh? But... But what? Come on, Tyon. Don't be rude. It's hardly the time for pleasantries. We lost a great many of our comrades. We have to inform those still in the colony. And we're any different. If you snuffheads hadn't come charging in... Indeed. Well, why don't we settle this here, right now? Yeah, bring it. I reckon I could go for some payback. Lance. Yeah? That's enough. What do you mean? There's no point. Seriously? Before, when she and I transformed, I felt her thoughts. Or maybe her memories. There were so many. And then they were a part of me. There were so many different fragments, hard to tell them apart. But even then, I understood. She's lost a lot fighting us. Kevez took away so much. She's experienced a lot of grief. Transformed? You mean, the Biggin? Yeah. I felt it as well. Your grief. It was like mine. Yeah, well... And in one of those memories... Mio. Is something that could be our fault. That's what it's like. In war, I suppose. Mm. So, what is planned from here? Schön, dass der sich wenigstens anmeldet. Wenn er schon mal der raus und nicht das wird, bist der Vater verlangt sich sofort. You're right. Let's go. A lot's happened. But that seems best. You made the right decision, Lance. Sorry for confusing things. Nah, don't worry about it. Mio, shall we leave it at that? Yeah. There you have it. I sincerely hope for your safe return. You take care too. Take care not to die in a ditch somewhere, that is. The next time we meet, it will be as enemies. Don't forget that. Ha! Don't worry, I've got a good memory. Die brauchen noch ein bisschen, und dann treffen sie sich eh wieder. Wahrscheinlich spätestens da, wenn wir bei der Kolonie waren, so. Ich hab's missgeboten, ich will euch alle töten. Alter.